Servus, Kameraden, willkommen zurück zu WT Replays. Ich bin Keule. Wir fahren in der Replay Challenge, Kalenderwoche 8, 29, zusammen mit Ludomantus vom Clan Kuhn im E25 TD Premium der Deutschen in einem Begegnungsgefecht. Wir sind auf Ensk unterwegs, kleine Karte. Normalerweise kommt man da als TD nicht unbedingt in Frage, aber das ist sehr geil. Bin gespannt, was er hier leistet. Denn er fährt den E25 sehr gern. Und man sieht es auch, wir haben da unten extra Benzin dabei, 100 Oktan Benzin, 5% mehr Motorleistung, schnellere Turmdrehgeschwindigkeit. Wir fahren gleich direkt in die Stadt hinein, auf der Außenseite lang. Und ja, wirklich geniales Fahrzeug. Macht sehr viel Spaß, den zu fahren, wenn man mit dem umgehen kann. An den falschen Händen ist das eine komplett unsinnige Waffe. Okay. Da war ein Schuss zu viel. VK 28 aufgeklärt. Bishop aufgeklärt. Sichtweite exzellent. Zum Rahmen übrigens sehr gut geeignet, hat es allerdings der Speed gefehlt. Er weiß gar nicht, was er machen soll. Kann genau einen Schuss abgeben. KV2, den nehmen wir von hinten. Die Schussgeschwindigkeit ist der Wahnsinn. Da kommt keiner mit. Und direkt in Flammen aufgegangen, sehr schön. Kommandant ist leider draufgegangen, den müssen wir gleich zurückholen ins Leben. Gerade keine Zeit für sowas. Na los, noch ein. Und er brennt ebenfalls. Zwei Fahrzeuge angezündet, sehr schön, sehr geil. Kill Nummer 3. Sie sind alle zu komplett überfordert. Mit so einem aggressiven E25 hat ja keiner gerechnet. Ja, da hat man mal das RAM ein bisschen mitbekommen, wie gut das funktioniert. Der ist dafür wirklich grandios geeignet. Kill Nummer 5, 2660 Schaden. Hängen geblieben ist noch nichts. Bitte zeigt deinem Kommandanten, jawohl. Kommandant zurück ins Leben geholt. Da ist die Grille. Bishop T67 dürften ebenfalls noch da oben stehen. Und das ist ein Pudel, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Ne, P43. Nicht wegfahren lassen. Bleib stehen. Und tschüss. Kill Nummer 6. Ludomantus mit einer absoluten Top-Runde. Genauso bin ich das gewohnt. Richtig schlecht schießen, oder richtig schlecht fahren tut er eigentlich nie. 26 Schuss haben wir noch von der Standardmunition. Treffer. Leider kein Kill. Ja. Sehr schön. Kill Nummer 7. Vier sind noch am Leben. Jetzt bin ich gespannt. Radley Walters oder nicht Radley Walters? Lalalalalalala. Vom AT-15A wirst du nicht viel abbekommen. Gehe ich mal von aus. Da wird sich jetzt der Churchill 1 und der VK 36 drum kümmern. Entweder ein Panzer 3, den Churchill 1 oder ein T-34-85M. Drehgeschwindigkeit absolut enorm. Jawohl, da haben wir sie. Achter Kill. Sehr schön. Oder geht noch mehr? Einmal und noch ein. Abgeprallt, verdammte Axt. Jawohl, Kill Nummer 9. Kriegt man 10. hin? Keiner. Oh, verdammt. Verdammte Axt. AT-15A ist noch übrig. Und der ist hart. Ich würde auf Premium wechseln. Gib ihm den letzten. Ja, da kann man schon mal betteln.
Muss von der Seite ran. Frontal wird schwer. Selbst mit Bremen-Müllzonen sieht es da eher schlecht aus. Oder von hinten. Von hinten ist es noch besser. Okay. Haben wir vom Churchill 1 eine eingeschenkt bekommen. Nein, lasst ihn. Jawohl, Kill Nummer 10. Wie geil ist das denn? Jawohl, 10 Kills. Sehr schön. Und da freut sich sogar einer. Berliner 681. Sehr schön. Und das Ganze in weniger als 6 Minuten. Ja. Super. Oh, der hat komplett zerpflückt. Herrlich. Top Gun gibt es dafür, ein High Caliber gibt es dafür, eine Pool natürlich, ist klar. Und eine Pascucci. Sehr fein. Über das wollen wir gar nicht reden. Ein M. Das dürfte. Ja, speechless, wir sind sprachlos. 1670 Base XP, sehr aggressiv gefahren. Hätte auch nach hinten losgehen können. Hat aber unterm Strich funktioniert. 3849 Schaden. 10 Kills gemacht. Unzählbar, wie oft ich nur. Okay. Ich finde 100 auf über 4 Gefechten. Okay. 4000 Gefechte hat er drauf. 4000. 93.000 nehmen wir ein. 3.000 geben wir fürs Reparieren aus. 14.000 für Munition, 11.000 für Konsumgüter. Bleiben am Ende 64.000 netto übrig. Von 37 Schüssen abgefeuert sind 31 im Ziel angekommen. 29 haben geschlagen. Haben durchschlagen. 3.849 Schaden haben wir gemacht. Ein bisschen was über 300 Meter auf so einer kleinen Karte. Eher ungewöhnlich, dass da mehr Schaden gemacht wird. Jo, wenn es euch gefallen hat, mir hat es auf jeden Fall gefallen, was für eine richtig geile Runde. Dann fleißig draufklicken, Like da lassen, Abo für meinen Kanal, ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns recht bald wieder und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.